willkommen bei einem neuen Video hier auf Spiel mal wieder Brettspieltests. Ich bin Marcel und ich zeige dir heute das kleine Kartenspiel Five Towers. Das ist so rund um die Messe im Jahr 2023, also Herbst 2023 rausgekommen. Zumindest wurde es ja schon gezeigt. Ich glaube, im breiten Markt ist es erst jetzt, so Anfang 2024, verfügbar. Und das ist von Deep Print Games, deren kleinstes Spiel bisher. Und das ist dann im Vertrieb von Pegasus Spiele. Hier draußen auf der Verpackung sieht man immer schon die meisten Kerndaten. Das ist so rund um Familienspiel von der Komplexität her. 2 bis 5 Spieler, Viertel bis halbe Stunde ab 7 Jahren. Und mit den Empfehlungen kann ich auch sehr gut mitgehen. Das passt ausgezeichnet. Von Kaspar Lapp. So, und die kleine Schachtel mache ich mal an die Seite. Wir sehen hier noch die Anleitung. Das ist nur, wie man so von Kartenspielen kennt, so ein zweiseitiges Faltblatt, bunt mit Beispielen, hervorragende Anleitung, die ist keine Frage. Offen ist aber auch ein wirklich einfaches Kartenspiel ohne komplexe Regeln. Five Towers. Bei Five Towers baut ihr, also erstmal ihr spielt gegeneinander, und ihr baut jeder für sich bis zu 5 Türme. Es gibt 5 verschiedene Arten. Das sieht man hier schon so ein bisschen, ne? So ein Süßigkeitenturm, Baumturm. Und da baut ihr von der großen Zahl, also von unten nach oben, muss der dann immer die Zahl kleiner werden. Also vielleicht könnte man mit einer 13 starten und dann später könnte eine 10 zum Beispiel draufgesetzt werden. Oder aber auch eine 9, eine 12. Die gleiche Zahl darf nicht und größer darf es dann normalerweise nicht mehr werden. Also immer nach oben hin verjüngt es sich. Hier sieht man schon mal eine Auslage. Bei manchen Karten ist rechts oben noch markiert, das ist für 4 oder mehr Spieler. Es ist also eher geeignet bis 5, das heißt bei 4 und 5 Spielern kommen diese Karten mit rein. Bei 2 oder 3 Spielern müssten die einmal aussortiert werden. Ja, und dann hat man hier diese Auslage von 5 Karten. Es gibt keine Handkarten standardmäßig oder irgendwas, sondern noch den dicken Stapel hier. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, mit 4 Spielern spielen, wird also nichts aussortiert und dann geht es direkt los. Das bedeutet, man hat quasi ein Versteigerungsspiel, wenn man so möchte. Ich würde es aber nicht so nennen, weil manche mögen das nicht so. Sondern es geht jetzt einfach los. Der erste Spieler sagt ein Gebot. Und zwar, wie viele von diesen Karten aus dieser Mittelauslage, die jetzt gerade da ist, würde er zu sich nehmen. Ne? Dafür ist jetzt wichtig, Bauregeln habe ich eben schon erwähnt. Von oben nach unten kleiner, jeden Turm nur einmal. Bis zu 5 Türme hat man dann. Man darf aber auch nicht quasi, also wenn man jetzt sagt, ich will alle 5 Karten haben, muss man alle 5 verbauen können. Das heißt, das ist der Grund, warum man vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist und sagt, so, ja gut, 13, die 10 geht gut da drauf bei diesem Turm hier. Kennen die Turm mit 10, 7, da überspringt man ja schon einiges. Und ja, mit dem Baum, ich werde bestimmt nicht mit einer 2 anfangen, ganz am Anfang. Also ich sag mal, 4 wäre so das Allerhöchste, aber ich will mir nicht schon so viel verbauen, deswegen sage ich vielleicht mal 2. So, dann ist der nächste Spieler Reihe um dran, der kann jetzt erhöhen, also gleichziehen hilft nicht. Man muss dann auf mindestens 3 gehen in diesem Fall. Oder er passt einfach und jeder darf so einmal dran sein, also es geht nicht 12-mal reihum, sondern jeder gibt quasi einmal ein Gebot ab oder steigt halt aus, wenn man nicht überbieten möchte, was der Vorherige gesagt hat, und dann bekommt der, der das höchste Gebot hatte, die Karten. Also vielleicht will keiner über meine 2 rüber, dann nehme ich die Karten zu mir, ne, das große unten, das kleine da drüber, 10, 13 und die Karten kommen weg, bilden Ablagestapel. Und die nächsten 5 werden aufgedeckt. Der Spieler oder die Spielerin zu meiner Linken ist nun Startspieler, also gibt quasi das erste Gebot ab. Hier sehen wir alle 3 Arten von Sonderkarten, die es jetzt gibt. Zum einen sehen wir diese sehr schöne, diesen Sandturm. Übrigens, es sind ganz viele richtig schöne Referenzen auf Popkultur, Märchen, Filme. Ganz wichtig, hier ist übrigens der Grinch zum Beispiel, der da beim Ausguck steht. Ganz viele richtig tolle Sachen, die man auf den Karten erst nach und nach entdeckt. Lohnt sich da mal einen Blick drauf zu werfen. Die 3 Sonderkarten. Es gibt Turmspitzen, das sind die Nullen, die kleinsten Zahlen. Ne? Es geht von 15 bis, ich schiebe alles mal ein Stück höher, dann siehst du mehr. Es geht ja von 15 bis 0 quasi. Die 0, die Turmspitze, sobald die drauf ist, ist dieser Turm abgeschlossen und damit kann nie mehr was passieren. Großer, großer Vorteil, es verdoppelt die Punktzahl. Deswegen das mal 2 hier unten. Das heißt, die Nullen sind ziemlich beliebt, aber dann ist der Turm auch fertig. Da passiert nichts mehr dran. Sonst hat man nämlich manchmal noch eine Option, seinen Turm zu ein Stückchen abzureißen, sage ich mal, um danach weiter dran zu bauen. Dafür baue ich mal ganz kurz mal um. Wäre es jetzt so, ich wäre jetzt hier schon bei meinem, weiß ich, was ist das für ein Blechturm, Metallturm, wäre ich da jetzt schon bei der 5 hoch, dürfte ja eigentlich nur noch 4, 3, 2, 1, 0 was davon drauf.
Aber wenn ich was von der Kartenauslage kriege, ne, ist wie immer diese Beat-Runde reihum, wenn ich jetzt das Höchstgebot hätte und weiß nicht, vielleicht habe ich drei gesagt. So. Und müsste dann noch eine Karte mitnehmen, die will ich vielleicht nicht, kann ich nicht. Diese hier, dann kann ich eine Karte, eine einzige Karte von meinen Türmen, die oben liegt, die oberste, wegnehmen, quasi abreißen, lege ich dann verdeckt einfach bei mir an die Seite. Und dafür kann ich dann die 10 ziemlich gut passend dann da drauf bauen. Hat aber Nachteile, sonst würde man das ja ständig machen wahrscheinlich. Das gibt einen Minuspunkt. Die erste Karte ein Minuspunkt, die zweite, die man abreißen muss, irgendwann zwei, die dritte drei, sodass man jetzt mit drei Abrisskarten am Ende, also 1 plus 2 plus 3, 6 Minuspunkte hat, die man dann am Schluss abziehen muss und das tut schon weh. Das heißt, das macht man nur. Die erste mache ich eigentlich fast immer, weil ein Minuspunkt ist noch nicht so schlimm. Aber dann denke ich schon ziemlich drüber nach, lohnt sich wirklich, dass ich hier was abreiße? Soll mir ja einen Vorteil bringen. Ja, und dann haben wir hier, die Fähigkeit haben wir gar nicht so richtig bisher genutzt, aber bei der 8 und 9 haben wir noch eine Sonderfähigkeit. Da siehst du hier einmal nach oben gerichtet, einmal nach unten gerichtet ein Fragezeichen. Fragezeichen soll hier quasi Joker-Symbol bedeuten, denn normalerweise, logisch, darf auf eine 8 nur noch 7, 6, 5, sonst was, aber die 8 hat die Fähigkeit, da hat man quasi nochmal eine neue Chance. Das heißt, hier drauf kannst du legen, was du willst, auch eine 15, 14, was auch immer du möchtest. Vielleicht noch Ergänzung eben zum Abreißen. Die 0 ist auch da, macht den Turm ja fertig. Also eine 0 kann nie abgerissen werden. Macht meistens auch keinen Sinn. So ein Verdoppler ist ja schon ziemlich gut. Also mit 0 ist ein Turm komplett fertig, da kann auch nichts mehr abgerissen werden. Also auf eine 8, da kann alles drauf. Da könnte jetzt zum Beispiel auch, macht jetzt in diesem Fall keinen Sinn, eine 9 drauf, eine 14 oder sonst was. Denn eine 9 kann auch überall drauf. Das ist quasi der Joker nach unten hin. Das heißt, auch wenn schon eine 1 da liegt, wiederum, außer die 0, die es abgeschlossen hat, auch wenn eine 1, eine 3, eine 5 da liegt, darf die 9 da drauf. Und das sind also diese zwei, ich sag mal, die Joker, einmal nach oben gerichtet, einmal nach unten gerichtet, die einem dann noch mehr Flexibilität ermöglichen. Und das war's quasi. So geht's reihum. Der Stapel wird einmal durchgespielt, der Ablagestapel wird dann noch ein einziges Mal neu gemischt und der dann wieder als neuer Nachziehstapel genutzt und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat. Sollte es so sein, dass tatsächlich alle passen und keiner was aus der Mitte haben will, dann werden alle Karten einmal neu gemacht und dann ist die gleiche Person als erstes wieder dran, wie davor auch. So, und dann gucken wir uns Punkte an. Ja, ich baue jetzt mal kein langes Beispiel auf. Eigentlich ist es nämlich recht simpel. Du zählst jede Karte in deinen Türmen. Ja, mache ich es vielleicht so. Du zählst jede Karte in deinen Türmen, die du gebaut hast, und jede gibt einen Punkt. Außer es liegt halt eine Turmspitze oben drauf. Dann zählt jede davon zwei Punkte. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte wären das hier. Und dann am Schluss darfst du dir noch einen Hauptturm aussuchen. Also das wird der sein mit den meisten Karten drin. Der gibt nochmal jeweils einen Punkt extra pro Karte. Sprich, wo war ich jetzt eben? Bei 8, 9, 10, 11. Und dann werden auch halt die Abrisskarten bei einer halt nur minus ein Punkt abgezogen. Also in dem Beispiel hätte ich jetzt 10 Punkte. In der Regel hat man deutlich mehr, weil man ja eigentlich fast immer wirklich an allen 5 Türmen bauen kann. Dann kommen wir mal zur Bewertung von 5 Towers. Materiallayout und Anleitung. Also man hätte sich dieses ganze coole, diese ganzen Referenzen und lustigen Bildchen sparen können und es schlicht normal machen können. Und so hat man sich die Mühe gemacht und den Aufwand, da richtig coole Referenzen reinzubringen. Und das macht einfach auch Freude, das zu entdecken. Das heißt, das gibt in meinem Herzen und auch hier bei der Bewertung einen Extrapunkt. Die Anleitung, wie gesagt, super. Präsentiert ja eigentlich ziemlich einfachen Regeln, aber auch entsprechend und gut verständlich. Ansonsten, ja, also die Kartenqualität ist gut, ist fein. Also ist, ehrlich gesagt, heutzutage auch nichts Besonderes mehr. Das erwarte ich auch. Von daher bin ich insgesamt nicht überwältigt, aber doch bei einer sehr guten 8 von 10. Idee, Innovation und Ablauf, also so das Herz, also wie sind die Mechanismen, ist das was Neues, funktioniert das, gibt es eine, sag mal, Gewinnerstrategie, die man immer fahren sollte, gibt es verschiedene Möglichkeiten, ist klar, was zu tun ist, trifft man wertvolle Entscheidungen? Das sind hier so die Fragen, die ich mir gestellt habe. Und es ist definitiv so, dass es nicht nur einen Weg zum Ziel gibt, es ist auf jeden Fall ein Lerneffekt dabei. Also in der dritten Partie wirst du ziemlich sicher mehr Punkte machen als in der ersten. Auch Menschen, die wenig spielen, kommen ziemlich flott rein. Ne? Von 15 bis 0 aufbauen. In der Regel ein Punkt pro Karte oder man hat den Verdoppler. Man gibt ein Gebot ab zwischen 0 und 5 Karten aus der Mitte. Also auch nur reihum einmal und wer der das meiste bietet, der gewinnt. Das ist alles sehr
Logisch, verständlich. Da gibt es noch diese zwei, drei mit dem Verdoppler an Punkten, Sonderkarten und dieses, ich sage mal, dieses eine Karte abreißen, um dann wieder neue Optionen zu haben. Das ist schon fast das für Fortgeschrittene. Das muss man auch gar nicht machen. Kommt im Verlauf einer Partie zwischen 0 und 3 Malen vor in aller Regel. Hab noch nie jemanden bisher dabei gehabt, der viermal oder noch häufiger abgerissen hat. Also es flufft, also das ist, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ne? Für so ein einfaches Kartenspiel bin ich hier ziemlich fasziniert. Ich gebe eine 9 von 10. Langzeitspielspaß, ja, okay, ist jetzt noch nicht seit 5 Jahren in der Sammlung. Ich glaube aber, es wird sich 5 Jahre und noch länger halten. Es ist, ne, das kommen wir hier schon zu den Empfehlungen, eine wirklich kleine, leichte Schachtel. Hat, glaube ich, 9 Euro rum, 9, 10, 9 bis 10 Euro gekostet, irgendwas in dem Dreh. Und dafür, glaube ich, werde ich es immer mal wieder in die Jackentasche oder in die Aktentasche mit reinpacken für eine Mittagspause oder für einfach eine Gelegenheit, zwischendurch es zu spielen. Jetzt muss man es natürlich ein bisschen in den Kontext setzen. Ich habe jetzt ja schon, ich weiß nicht, 100, 150 Spiele bewertet. Und ja, es kann natürlich jetzt schwer zu vergleichen mit irgendwelchen großen Kennerspielen, die dann sich immer wieder auf neue Weise fordern. Das tut das hier nicht. Also es gibt jetzt auch keine Module, die man mit reinspielt, um mal Abwechslung dann noch mehr zu haben. Von daher bleibe ich hier in einem realistischen Rahmen und in dem, was man davon erwarten kann, das erfüllt es definitiv. Es gibt wieder eine sehr starke 8. Insgesamt bin ich dann auch bei einer 8 von 10, einer wirklich, wirklich guten 8 von 10. Gucke noch nach rechts, ich glaube, das habe ich alles schon genannt. Für alle Generationen vielleicht noch, sowohl mein Sechsjähriger spielt das sehr gut mit, offiziell ist ab 7 empfohlen. Mein Sechsjähriger spielt das sehr gut mit, aber auch die, ich sag mal, Großelterngeneration wird hier weder irgendwie überfordert noch sagt, ach, das ist mir zu viel. Die Zahlen sind groß, gut lesbar geschrieben. Punkt bei 6 und 9, so eine Kleinigkeiten, die ich sinnvoll finde. Wie gesagt, ich hätte nur, wieso macht man hier ein Fragezeichen, wo eigentlich ein Joker hin ist? Fragezeichen, da hätte man für einen Joker, finde ich, noch was anderes finden können. Aber ansonsten muss ich sagen, rundum gelungenes kleines Kartenspiel, das absolut zu empfehlen ist, wenn du es noch nicht hast. Ich würde fast sagen, must have. Five Towers von Pegasus und Deep Print Games. Hast du es schon gespielt? Hast du es schon gesehen? Habe gedacht, so, ho, ist das was? Sieht ein bisschen nach einem Kinderspiel aus hier mit einem Candy Tower und so. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Gibt es sonst vielleicht auch andere ähnliche Spiele, die dir gefallen? Hast du diesen Effekt, dass man bei einer Auslage in der Mitte darum bietet, wie viel dieser Karten oder vielleicht bei anderen Plättchen oder Würfel oder sonst was man nimmt? Ich meine mich dunkel zu erinnern, ich habe es schon mal irgendwo auf einer Messe ein anderes Spiel angespielt vor Jahren, komme aber nicht drauf, was es ist. Vielleicht kannst du mein Gedächtnis wecken. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Kommentar freuen, wenn dir dazu was einfällt. Dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.